Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tibra und mir, dem Anduin. Grüß euch. Euch. Ja, wo bist du denn gerade? Ich stehe dort, wo wir diesen neuen Mineneingang haben. Ah, da bin ich auf einen Hügel rauf, aber ich sehe dich jetzt gerade. Ah, da drüben sehen wir es jetzt. Also wenn es genau schaut, da beim Bauernhof. Bist du da etwa da ganz oben? Da ist die Tibra. Da. Okay, ich habe kein Da für den Anduin. Spring mal. So, und ich nehme jetzt die Fackel in die Hand und springe auch. Aha, ja, ich sehe dich da drüben. Okay, ich habe begonnen, meine Mühle auszupflocken. Ja, mal sehen, wie sie wird. Jetzt bin ich angewiesen auf den Anduin seine Cobblestones. Jawohl. Ich habe mir den Kopf zermattert, warum das nicht funktioniert hat, und die Lösung war sehr nah. Ich habe anscheinend den Hebel in der falschen Stellung gehabt und deshalb hat sich die ganze Schaltung aufgehängt, mehr oder weniger. Resettet haben wir es, indem ich einfach das nur mehr abgebaut habe. Schau mal kurz runter. Sie müsste nämlich sogar gerade laufen oder... Naja, jetzt ist schon wieder fertig. Also insgesamt schiebt sie 13 Blöcke raus. Ich kann das da jetzt abbauen. Man sieht sogar, dass sie immer wieder nachrückt. Ja, ich würde sagen, du nimmst mir gleich mal was mit. Ich würde mal sagen, kannst du das da holen? Ach, das ist eine gute Idee. Ich bastle mir noch schnell eine Kiste, wo ich da was loswerde an Material. Und dann hole ich es mir. Ich muss mir sowieso mal deine Mine ansehen. Ne? So, also ihr seht schon, und jetzt schiebt er das da wieder raus. Wie gesagt, insgesamt 13 Stück von der Länge her. Und ja, das Problem war, ich hätte diesen Hebel dann nicht sofort auf ein schalten dürfen. Und deshalb haben wir dann da ein durchgängiges Signal anliegen gehabt. Jetzt funktioniert es, wie man sieht. Und wir werden jetzt diese Taktung verwenden, dachte ich mir. Sie hier herziehen und werden hier nochmal Kolben aufbauen. Okay, kurz mal Ordnung in meinen Haus zu bringen. Da über die ganze Länge. Ja, ich denke, so kann das gehen. Gut, ich laufe zu dir rüber. Ich hoffe, ich weiß, wo die Mine ist. Ich war noch nie bei dir drüben. Mal Schaufel verwenden, geht schneller. Das Ganze. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wie lang das Redstone-Signal. So geht's nicht. Wie lang das Redstone-Signal sein darf insgesamt. Was brauchen wir da jetzt? Einen Stein. Ich muss mir was überlegen. Hast du Speckstein mit? Das habe ich gerade in die Kiste raus. Ach, okay. Ich baue da wohl einen ab. Ich bin ja noch draußen. Ja, nein, wenn, dann wäre es der Glatte gewesen. Ich muss dann zurücklaufen. Nein, pack's nicht. Ich will mein selbst. So, okay. Das da stecken wir mal. Ich wir hoffe, müssen das überall noch Brücken machen. Ich schwimme. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Ich schwimme da auch immer rüber. So, ich hoffe, das geht so, wie man das vorstellt. So, Zwerg ist da. Ich meine, ich komme zum Zwerg runter in die Mine. Ach, das ist wieder so, ja. Wobei braucht man da den Stein. Sehr überhaupt. Sauber. Ich glaube, den braucht man da gar nicht. Okay. Also die Länge, was da aus dem Glas rauskommt, wo du jetzt drauf stehst, die kannst von da, wo die Fackel steht, ja, mit der Spitzhacke einfach da so abbauen. Das schiebt sie immer wieder nach. Ah, das heißt, ich bleib dort stehen und da schiebt man es wieder her. Genau. Du kannst ihm mal entgegen, cool. Also bis beim Abbauen etwas schneller aus, wie die Taktung ist. Auf der anderen Seite ist auch Stein, Cobblestone. Ja, das ist, ich probiere da gerade was. Ah ja.
Bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt brauche. Ich glaube, den brauche ich gar nicht. Ich werde nämlich die Taktung hierher verlängern und mit der Taktung gleichzeitig jetzt in die andere Richtung schieben. Weil das, was da jetzt rechts von dir steht, sind ja auch wieder so Kolben. Ah, okay. Und daran wird es mehr oder weniger entlang geschoben. Ich hoffe mal, dass das so geht, wie ich mir das vorstelle. Jetzt müssen wir mal schauen, weil das Signal wird relativ lang werden. Man kann ja dieses Redstone-Signal nicht anders verlängern. Wie weit wir kommen. Kacke. Da haben wir jetzt. Macht das was, wenn da der Schalter drinnen ist? Ja, nicht, oder? Und wie weit kann es das maximal schieben oder solange wir eben. Jetzt geht mir der Redstone aus. Alter. Oh. Ärger. Hm? Wie ist, kann man das so lange hin vor sich her schieben lassen, bis so lange Kolben sind, oder? Na, also der Kolben, der da hinten ist, wo der Pflasterstein entsteht, ja, der schiebt maximal 13. Ach so. 13 das heißt, Blöcke hat er Kraft. So, ich brauche jetzt. Das heißt, wenn man da welche dran setzt, wird es jetzt nicht länger. Na, das hat mit denen nichts zu tun. Die schieben es nur dann seitlich weg. Sodass nicht ein so ein. Okay. So eine Zeile da steht, sondern eine ganze Fläche entsteht. Ah, okay. So. Dann laufen wir mal wieder. Ja. Ja, ich werde dann noch ein paar ernten oder abfarmen. Wie schaut es eigentlich mit der Komposterde aus? Weil da fehlt, glaube ich, noch immer ein bisschen. Ja, ich bin hier ständig am Nachfragen. Kann man. Okay. Dum, 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 dum. Unser Weg. Rups, ja. Rups, rups. Schwups. Sehr schön. Ich war gerade vorher rüben und habe alles ausgeräumt, weil mein Inventar immer überfüllt ist. Ja, genau. Jetzt fehlt mir der Redstone. Da ist kein Redstone. Der ist da. Nein, da nicht. Blind? Ah, da. So, dann nehmen wir da einiges mit wieder. Viel zu viel. Na egal. Lassen wir es einmal. Okay, das heißt, wir werden dann einmal eine Farm-Session einlegen. Ich werde einiges an Cobblestone brauchen. Ich muss kurz mal rechnen. Ich glaube, ich brauche jetzt circa 3. Wasserkübel brauche ich auch nicht mehr. Den kann ich auch wegschmeißen. Hier ne? Mindestens 4 64er also Stacks. Speckstein, Erde, okay. So, ja. Okay. Passt schon wieder mit der Rüstung durch die Tür. da haben wir einen Pilzsamen. Samen. Ich dachte, da gibt es so ein Samenfach. Für Pilze? Unten im Keller. Und da. Ach so. Ja, Samen. Entschuldige. So, weg ist. Dann haben wir da ein Blümchen, pinke Narzisse. Da haben wir die hin. Ich habe noch nicht wirklich ein System in meiner kleinen Gärtnerei. Ja, ich bin kein Halbautist. Ich bin ein Chaot. Ja, es ist auch im Keller und man nicht weiß, wie viele Früchte gibt es noch. Und ja. Ja, das wird alles noch ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir mit. So. Einen Verstärker habe ich auch noch. Für den Fall der Fälle. Habe da noch ein paar nachgebaut. Rums. Sprint. Die Folge vergeht immer mit hin und her laufen da. Weil wenn wir mal richtig Wege angelegt haben, wird es auch ein bisschen schneller gehen. Naja, die Strecke bleibt das aber. Aber das Schwimmen zumindest erspart man sich irgendwann. Ups. Okay. Naja, aber. Und wird das jetzt in die Fläche rausgedrückt? Was?
Ja, ich komme ja gerade, ist ja noch nicht Ach fertig. so. Was gibt's dir? Ich schaue die ganze Zeit. Es drückt ja nicht in die Ja, Fläche. die Redstone-Leitung ist aktiv. Ah ja, stimmt. So, zack, runter. Rips. Brrrt. So. Jetzt haben wir da Redstone, jetzt werden wir das da verbinden und werden dann gleich drauf kommen, dass die Leitung zu lang wird. Okay, bis hierher schafft das, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Fast zwei habe ich. Aber mit denen kann ich dann schon was anfangen. Ja, es funktioniert. Da bin ich aber jetzt sehr, sehr gespannt. Okay, jetzt sind diese Reiter weiterschieben. Diese Richtung. Ach so. Darf ich wieder was abbauen? Ja, du kannst immer abbauen. Baust du mal den da seitlich ab? Ich würde gern Ja. sehen, ob der sich jetzt wieder verlängert, wenn das da angeht. Okay. Weil das Signal würde anliegen. Ja, verlängert. Ja. Genau, dann machen wir es so rum. Jawohl. Jetzt So geht's geht's. dahin. So, jetzt fehlen wir dann wahrscheinlich ein paar Verstärker. Einer. Das schaut gefährlich aus. Schubst einen hier richtig weg. Jetzt dann macht er mal die erste Zeile und wenn die voll ist, müsste es dann um eins nach vor und jetzt schiebt er da wieder raus. Was ist das? Ah ja, verstehe. Schiebt er die da? Gut, dann kann ich die eine dort wegbauen, oder? Da vorne. Die erste kannst weg, ja. So, jetzt brauchen wir einen Verstärker. Einen Verstärker. Okay. Oi, Pflasterstein, da wird das wieder nicht gehen. Ne? Ich glaube, das war ja. Also Pflasterstein hätte ich jetzt einiges. Nein, nein, ich brauche da, glaube ich, den richtigen Stein. Einen glatten. Soll ich einen schnell brennen? Genau. Das war's. Nein, nein, ich hab eh alles da. Achso. Drei Stück bräuchte. Drei Stück, da ist ein Ofen. Schmeißen wir drei Stück rein, dann nehmen wir da ein bisschen Holz. Juhu, ich habe Pflasterstein. Das hast du gut gemacht. Jetzt sind da schon zwei volle rein. Kann ich einfach stehen bleiben und der Pflasterstein kommt zu mir. So, jetzt haben wir da einen normalen Stein und jetzt müsste das wieder passen mit Redstone-Fackel. Na bitte.
Schon haben wir wieder einen Verstärker. Also merken, Verstärker immer mit gebrannten Steinen und mit Pflastersteinen. Passt, jetzt bewegen sich alle. Das Ganze könnte man natürlich dreidimensional gestalten. Also könnte man jetzt statt dem Boden auch wieder solche... Wahnsinn. Und dann kriegst du einen kompletten Pflastersteinblock. Mit 13 mal 13, ne? Mhm. Ich gehört hätte. Genau, genau. Aber wenn wir das bauen wollen, dann müssten wir es fast nach unten, weil nach oben können wir es nicht machen. Da steht ja dann einmal die Schmiede und so da drüber. Ich denke, für uns zwei wird das hier reichen. Sind wir beide beschäftigt mit Abbau. So, wie viel habe ich jetzt? 3, 6, 9. Ich schmeiß da das raus, was ich hab. Box, dann nicht. Dann die Dinge zusammen. Da sind einmal die 18 und da 64. Passt, mehr brauche ich nicht. Achtung, gleich ist weggeschubst. Ja, die schiebt die einfach weiter. Da passiert nichts. Ich werde das jetzt mal verarbeiten. Dann habe ich ziemlich einen Sockel zusammen. Cool. Cool, cool, cool. So, und da noch schöne Stufen, aber das bleibt da unten jetzt schon so, oder? Was? Die, das automatische Pflastersteinerzeugungsdings. Das bleibt da unten, ja. Okay. Ich werde das dann irgendwann einmal da ausbauen, da wird es vielleicht nur die eine oder andere weitere Anlage geben. Gut. Aber vorläufig bleibt es einmal da so. Ja. Eine. So, wir haben die Nacht zugebracht im Bergwerk. Der nächste Sonnenaufgang ist schon da. Ja, also wenn ihr es nachbauen wollt, noch einmal als Hinweis, wenn ihr die Schaltung aufbaut, diesen Schalter dann nicht gleich nach oben. Also so wie er jetzt ist, die Stellung ein, sondern am Anfang ausgeschaltet lassen. So. Sie ist abgedreht. Jetzt glaube ich, hat sie sich auch gleich wieder aufgehängt. Und dann aufdrehen. Ja, genau, jetzt hängt es wieder. So, dann müssen wir wieder deaktivieren. So, ich will. Wo haben wir denn noch Bäume? Nehmen wir das da raus. Also da oben. So, jetzt sind wieder alle inaktiv. Das da drehen wir auch. Was bist du? Grasblock? Nein, das will ich nicht wissen. Grasgarten. Ist wichtig, dass da kein Signal anliegt. Interessant, vom Grasgarten bekommt man auch Gemüse. Komm her. So, na dann bauen wir das irgendwo an. Schlagen wir den nochmal runter. Spargel. Spargelzeit kommt ja jetzt wieder. Jetzt passt's. So, der Baum gehört mir. Jupp. 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 Ja. So. Dann, wo ist der Hebel? Da ist der Hebel. Funktioniert nicht, ne? Vorführeffekt, Klassiker. Muss anstatt dem Hebel, muss ich da den
den Unterbrecher aufbauen. Sehr schön. Was da alles steht. Wie cool. Ja, auf jeden Fall werde ich da ein paar Bäume herpflanzen. Somit kann ich jetzt meine Steinziegel anheizen. Die Ecken werde ich auch. So, ich werde eigentlich mal am Ganzen. So, so. Die Ecken werden ja mit Holzstämmen gemacht. Gut, und die Folge ist auch schon wieder um. Was meine oder deine? Puh. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein bei Life in the Woods mit Anton und Tibra. Ja, ich werde das nächste Mal wirklich an der Mühle werken. Und du? An der... Ich glaube, ich werde dann einmal anfangen mit einem der Häuser da oben. Alles klar. Oder möglicherweise auch da die Mine ausbauen, weiß ich noch nicht. Jetzt muss ich die Schaltung wieder in Gang bringen. Jetzt hat es wieder genau den gleichen Fehler wie vorher. Okay, wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Und bis dann. Ciao. Ciao.